Hallihallo und willkommen zurück, liebe Würfelfreunde. Was für eine letzte Folge. Eieieiei. Ich weiß nach wie vor nicht, warum ich solche Spiele spiele. Es ist furchtbar mit mir. Okay, wir müssen jetzt den Würfel verstecken. Soll ich ihn vielleicht... Mann. Hör doch mal auf damit, was? Zeitung? Das Rätsel um das Verschwinden von Mitchell vertieft sich. Die Recherchen wurden wegen schlechten Wetters abgebrochen. Bild. Die Überreste von Edgar Mitchells verkohlter Hütte. Einen Monat nach dem Verschwinden von Edgar Mitchell hat die Polizei einen voraussichtlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt seines Verschwindens ermittelt. Es wird vermutet, dass es die Familienhütte war. Eine kleine Hütte tief in den Bergen auf einer Höhe von 1500 Metern. Das Gebäude wurde durch einen Brand vollständig zerstört. Die Ankunft der Spurensuche und der... Untersuchteams in der Region waren aufgrund der jüngsten starken Schneefälle besonders schwierig. Die Hütte kann nur zu Fuß über steile und anspruchsvolle Bergwege erreicht werden, die zu diesen Jahreszeit sehr gefährlich sind. Detective Domiano zufolge ist der Brandherd des Feuers klar. Das Feuer scheint aus dem Kamin heraus entstanden zu sein, der lange Zeit unbeaufsichtigt geblieben war. Vor der Hütte wurde reichlich Blutspuren gefunden, was darauf hindeutet, dass Edgar verwundet wurde. Wahrscheinlich während des Brandes. Den Spuren zufolge, die er in Richtung Wald hinterlassen hatte, lieferte jedoch keine Hinweise. Die anfangs deutlichen Spuren, die von der Hütte aus in den Wald führten, brachten leider keine weiteren Erkenntnisse. Obwohl sie anfangs deutlich zu erkennen waren, verschwanden diese plötzlich auf unerklärliche Weise. Ein weiteres Rätsel macht den Fall noch komplizierter. Edgars Spuren sind nicht die einzigen, die vor Ort gefunden wurden. Die Polizei hatte andere Spuren neben seine gefunden, aber ihre Herkunft und Form sind unklar. Detektiv Domiano durfte nur wenige Informationen preisgeben, aber er beschrieb die Fußabdrücke als von etwas Riesigem und sehr Schweren gemacht. Heute wurden die Suche wegen dem schlechten Wetters abgebrochen, das wohl darauf hindeutet, dass es kaum eine Chance gibt, Edgar noch lebend in den Bergen zu finden, wo die Temperaturen derzeit deutlich unter den Gefrierpunkt liegen. Ja, oder er ist einfach irgendwo entführt worden. Ich meine von was Außerirdischem? Der Orten? Wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass wir... Ich musste erst ein sicheres Versteck für den Würfel finden. Das ist nicht der richtige Ort. Hier ist grundsätzlich nicht der richtige Ort, um irgendwas zu verstecken, glaube ich. Ist ja gut. Ja. Ja, wo verstecken wir denn den? Doch hier genug Müll rum, einfach nur oben drüber und gut ist. Gehen da jetzt in den... Ach, da geht's ja auch noch mal... Ach, das ist jetzt frei hier. Na, schau mal einer an. Das war vorher dicht. Das ist aber auch eine Drecksbude, wo der hier wohnt. Oh, da geht's auch noch weiter. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich würde den Würfel hier so lange verstecken, bis ich meine Untersuchung in Edgars Wohnung abgeschlossen habe. Dort werde ich sicher Antworten finden. Ja. Alter! Mann, ey, Spiel! Ganz... nicht gut. Muss das jetzt sein? Ey, da... What? Licht? Oh, Leute! Guten Tag. Ich bin der Nachbar. Und Sie wohnen echt beschissen. Wieso ist denn das Ding jetzt hier drin?
Brauchen wir doch. Da ich mich nicht bewege, sind wir wohl nicht ganz so alleine, wie er hofft. Da springt irgendwas aus dem Kühl. Boah, ich werde mit dem Spiel wäre ich nicht alt. Uiuiui. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier sind wir! Aha. Machen wir mal so ein. Machen wir mal einen vorsichtigen Lucky. Wir gehen mal vorne rum durch die Wohnung. Ey, diese Geräuschkulisse, die könnten sie sich doch einfach mal sparen, oder? Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, genau! Blöde Mist! Ach, Mann! Das ist ein, also... Ich verstehe nicht, wie man solche Spiele spielen kann, ohne sich permanent zu verjagen. Können wir da irgendwie das was davor schieben? Ich habe keine Lust, dass da noch irgendwas kommt. Ja. Ja, ist ja gut. Ich habe es kapiert. Wir müssen erstmal hier Licht anmachen. Kannst du bitte anbleiben? Danke. Lass sie sich mal anschauen. Ah ja. Tsching, warum ist denn jetzt die Küche dunkel? Jetzt was da machen? Ah ja, guck mal einer an. Auch nicht noch mehr solche Geräusche. Ich weiß nicht, was ich von diesen Geräuschen halten soll. Ja? Nein? Das ist nicht gut. Da war irgendwas Knurrendes dabei und da bin ich überhaupt kein Fan. Da ist noch ein Hebel. Da ist ein Hebel. Ja, lecker. Ach, fuck. Das hat mich jetzt null erschrocken. Was war das? Was ist hier passiert? Diese ekelhafte Substanz scheint aus dem Spiegel gekommen zu sein. Oh nö. Onkel Edgar, bist du's? Ist er in Schleimiform zurückgekehrt? Das Spiel verlangt gerade alles ab. Das ist euch bewusst, ne?
bin da gerade. Was zum Henker? Kannst du mal mit dem blöden Gedonner aufhören, Wetter? Okay. Er kennt da nichts drauf, außer irgendwas sehr ominöses, großes im Hintergrund. Und ein Tor. Alles klar. Und du bist der Spaß, der mich jetzt danach verfolgt, ja? Na lustig. Das freut mich sehr. Nicht. Oh Mann. Das Tagebuch. Also der hat schon mal nicht mehr das neueste Modell vom Rechner her. Oh, die Maus. Oh mein Gott. Selbst für dieses Jahrzehnt ist die schon echt alt. Ja, komm. Einmal Tagebuch. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Warum geht denn jetzt bei mir Alexa an? Sag mal, hier ist doch alles total merkwürdig. War das hier wirklich das geheime Versteck meines Vaters? Es ist schwer zu glauben, aber alles deutet darauf hin. Ich habe versucht, so viel wie eben möglich hierher zu bringen, um es hier genauer untersuchen zu können. Viele meiner Notizen sind in einer Sprache geschrieben, die ich nicht kenne. Aber das ist seine Handschrift, da bin ich mir sicher. Diese bizarren Fotos hingegen sorgen aber für nur noch mehr Fragen. Diese Landschaften sind so surreal. Und was zur Hölle sind das für riesige Strukturen da im Hintergrund? Es sieht so aus, als hätte mein Vater ein uraltes Artefakt sowie dessen Verbindung zu einigen mysteriösen Orten, die von irgendwelchen schrecklichen Kreaturen bewohnt werden, untersucht. Yo, genau, das schreckliche Kreaturen motiviert mich gerade ungemein. Aber was hat das alles zu bedeuten? Woran hat er eigentlich gearbeitet? Woran hat er wirklich gearbeitet? In den Schuppen waren einige seltsame Statuetten und auch alte Kassetten. Ich habe sie hergebracht, um sie genauer zu untersuchen. Ja, okay. Der Wandschrank, da kann ich mich verstecken. Atme nicht so laut. Ja! Das ist kein Mensch, das ist irgendein Viech. Bin bereit, erschreckt zu werden. Ich mache hier gar nichts, ne? Ich bewege hier nichts. Ist das so? Es ist sicher, um hier rauszukommen? Na, wenn du es sagst, mein Freund. Aber was hat denn der jetzt hier gemacht? Das ist doch, ey, das ist doch eine Falle. Ich spiele hier mit zugekniffenen Augen. Weil ich die Hosen schon wieder so voll hab. Ja komm, links oder rechts? Was? Wo kommt denn da? Wir haben eine mysteriöse Leiter, die nach oben führt. Und natürlich sind wir vollkommen motiviert, die zu benutzen. Oh, come on. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Aber Onkelchen hatte doch mehr Schrott zu bieten, als ich dachte. Was fällt denn da runter? Ja, ich will keine Kassette mehr hören. Die sind so scheiße. Ja. Herr Knurri werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Wahrscheinlich steht er direkt neben mir. Und es kommt gar nicht vom Tonband.
Oh, kann der mal aufhören mit dem Geblitze und Getonner? Ich bin doch eh schon durch mit der Welt. Tja, dann haben wir das auch geklärt. So, was ist denn da bitte runtergefallen? Ach, das ist einfach nur eine Kiste. Telefon, kann ich bitte die Ghostbusters rufen? Oder die Alienjäger oder was auch immer es hier gibt. Was ist denn hier los? Da hat ja echt noch mal so ein Geheimlabor. Das sieht aber nicht von unten, also... Ich lese erstmal, bevor ich da überhaupt irgendwas ankrabbel. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Dieser seltsame Apparat ist der Gegenstand aus dem Geheimversteck meines Vaters, der mir am meisten Rätsel aufgibt. Was ist seine Funktion? Es scheint, als könnte man damit ein kleines magnetisches Feld aufbauen. Aber irgendetwas fehlt hier definitiv. Ja, der Würfel. Neben dem Versteck war ein uraltes Metalltor. Aber es war mir nicht möglich, es zu öffnen. Es scheint, dahinter tiefer in den Berg hineinzugehen. Und das, was ich brauche, ist wahrscheinlich genau dort. Das ganze Gebiet ist voll von alten Tunneln und Korridoren. Man sagt, dass es in diesem Berg ein riesiges Netz aus unterirdischen Durchgängen gibt, die sich über viele Meilen erstreckt. Aber wo ich so darüber nachdenke, die Familie Hütte ist nicht besonders weit davon entfernt. Sie befindet sich direkt auf dem Gipfel eines Berges. Was, wenn irgendwie alles durch diese Tunnel verbunden wäre? Sind dort vielleicht noch mehr davon? Ich sollte erst einmal zu der Hütte gehen und das zu überprüfen. Ich werde früh am Morgen aufbrechen. Ja. Das ist aber nicht die Hütte, in der wir waren. Das ist eine seltsame Maschinerie. Was, wenn ich den Würfel platziere? Ja. Was, wenn ich jetzt überhaupt keine Lust habe, da runter zu gehen? Was, wenn ich überhaupt nicht runterkomme? Doch, komme ich. Ach, Leute. Ich muss ja zugeben, ich schaue jedes Mal auf die Aufnahmeuhr. Weil ich echt... Telefon? Die Leitung ist tot. Ja klar, jetzt dürfen wir wieder diesen blöden Gang hochlaufen, den Würfel holen und dann wieder irgendwelche Horrorszenarien über uns ergehen lassen. So wird's enden. Kann ich die Tür einfach zumachen? Danke. Ja klar. Schaffen die Tür nicht zu? Nein. Die muss ein Spalt offen bleiben. Na, es wird doch nicht einfach nur so funktionieren. Hallo Würfel. Ey, kaum habe ich den blöden Würfel in der Hand, höre ich überall Stimmen. Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Voll. Oh, ey, dieses Gedonner, hör doch auf damit. Kann ich sowas nicht bei Schönwetter machen, wenn es hell ist? Jo, das ist doch ein eindeutiges Zeichen dafür, geh nicht in diese Wohnung. Geh einfach nicht in diese Wohnung. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, vor die Tür ist zu. Dann gehen wir wohl durch die Wohnung. Na toll. Wieder durchs Loch krabbeln. Ach, das ist doch immer lustig. Tag. Tag. Dass ich mir überhaupt keinen Kopf mache, warum diese scheiß Wohnungstür jetzt zu ist. Nein, ich krabbel einfach durch. Und ja, leise ist nicht. Hallo, ich bin da. Also gut, wo wartet er? Rechts, links, oben? Oben, ne? Oben. Natürlich wartet er oben.
bin voll motiviert. Na, wo ist er? Irgendwas ist doch hier. Nein? Okay. Würfel. Was knuspert hier? Egal, Würfel. Einschalten. Lass die Hölle über uns hereinbrechen. Ja, danke. Was zum Henker? Ich bin doch wieder in der Parallelwelt gelandet, oder? Das ist doch jetzt wieder nicht die Realität. What the fuck? Ja, danke. Jetzt haben sie mir noch den Würfel geklaut. My head. Am I still alive? What's happening to me? Ja. Der Würfel ist verschwunden. Wo ist er hin? Er ist auf Wanderschaft. Ja, der Orden hat ihn sich wahrscheinlich geschnappt. Ist nur die Frage, wo finden wir den Orden? Wieder zurück in die Berge? Wie zum Teufel komme ich da eigentlich durch dieses enge Löchlein? Wir ignorieren das, wir sehen das nicht. Wir sind nicht in der normalen Welt. What does this mean? Was zum Henker? Was machen wir denn hier? Es ist verschlossen, mein Glück. Ich mag die Geräusche, die von da drin kommen, eh nicht. Korrekt, ich auch nicht. Es speichert, das ist toll. Da kann ich ja herzhaft drauf gehen. Da leuchtet was Lilanes. Okay, das sind... Oh Mann, ey. Oh Mann. Gewusst, dass wir nicht mehr in der Realität sind. Was ist hier passiert? Was ist das für ein Ort? Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, zugegeben. Gut. Oh Gott, träume ich? Ich hoffe ja. Boah, das erinnert nämlich so ein bisschen an die Hellraiser-Filme, wenn die in der Hölle sind und durch die Gegend laufen. Wer Hellraiser nicht kennt, das ist ein kranker Scheiß. Apropos kranker Scheiß. Ich möchte da nicht reinlaufen, wenn es geht, aber da kommen wir nicht. Was hat denn der da auseinandergenommen? Das ist ja kein Mensch. Das ist ja irgendwas. Hey, hier ist eine größere Geschichte. Ah ne, hier ist zu. Versperrt. Nicht zu. Links herum oder rechts herum? Das ist hier die Frage. Wollen wir nach oben oder nach unten? Ich glaube, ich entschließe mich gerade spontan nach unten zu gehen. Tor. Es scheint eine Art Mechanismus zu benötigen, um das Tor zu öffnen. Ah ja, hier, okay. Also gut, da fehlt natürlich der Hebel. Und den Hebel finden wir natürlich ganz unten. Wo auch sonst.
Ja, und wenn das Spiel speichert, ist das immer ein sehr gutes Zeichen für entspanntes Gameplay. Will ich mich umdrehen? Ich weiß noch nicht. Ich höre Stimmen. Hallo? Hallo? Scheiße. Das gefällt mir nicht. Was? Wurde. Ja, diese seltsame Substanz dringt in den Körper ein. Ja, genau das ist das, was ich jetzt auch gerade gesehen habe. Also. Moin? What was that sound? Ich habe keine Ahnung und ich möchte es niemals, wirklich niemals herausfinden. Was macht das denn hier? Oh, der sieht auch immer so knorke aus, der Arme. Gott, ich laufe hier über ganze Leichen, vor allen Dingen über laut. Oh Mann. Ich habe keine Lust. Es ist so dunkel. Ich habe keine Lampe. Es ist alles schwierig hier. Es tut mir leid, wenn ihr nichts seht. Ich mach's genauso wenig. Zahnräder, ja, das ist schön für die Zahnräder. Und da ist ein Hebel. Oh Mann. Okay, Zahnräder? Wofür ist das alles? Was, wenn ich versuche, die Zahnräder anzuhalten? Was, wenn du es einfach sein lässt? Diese Maschinen sind riesig. Wer könnte sie gebaut haben? Es ist auch eine sehr gute Frage, die mich ehrlich gesagt null interessiert. Ja, ja. Ich sehe halt nichts. Hallo? Auf die Gefahr hin, dass mich einer töten möchte. Lass es einfach. Oh, das ist wieder so Amnesia-Scheiße, ey. Das ist. Ich bin heulig. Das ist alles furchtbar hier. Ich will hier raus. Ich möchte nicht mehr. Was muss ich hier machen? Warte mal, hier ist doch ein Hebel, oder? Ja, super. Ich drücke einfach mal so ganz schnell linke Maustaste. Ja, wie halte ich denn die Maschinen an? Will ich das? Oh. Ja, alles klar. Wir werden hier nie lebendig rauskommen, sage ich euch jetzt schon. Das ist so eine ultra bescheuerte Idee, jetzt dieses Ding anzuhalten. Ja, genau. Danke fürs Gespräch. Und jetzt? Was habe ich jetzt davon? Warum habe ich das gemacht? Ach, für einen Freund.
Warum habe ich das jetzt gemacht? Interessiert mich jetzt gerade nicht, wer das gebaut hat. Ich brauche hier einfach mal so ein Hebelchen. Hä? Wieder zurück. Oh fuck. Fuck, was ist jetzt? Hilfe! Gänsehaut! Angst! Fuck, Angst! Ganz viel Angst! Ich will weg hier! Entschuldigung! Panik! Absolute Panik! Oh Gott! Levis, ich bin kein Meter weiter gekommen. Außer, dass mich jetzt irgendein Fuckvieh auf den Kicker hat. Hallo? Das Rad dreht sich nicht mehr. Warum? Ich höre ein Telefon? Keine Lust mehr auf diese Scheiße. Oh je, meine. Also ich höre ein Telefon, aber ich... Müsste nur mal einen erklären, was ich jetzt tun soll. Auf jeden Fall das Rädchen damit angehalten, okay. Kann ich hüpfen? Ja, kann ich. Oh Gott, was ist das für eine Kreatur? Was haben die gemacht? Oh. Ich muss diesen Hebel nehmen. Ja. Okay, wir können auch diesen Hebel hier nehmen. Überhaupt kein Problem. Ich renne da einfach hoch, ganz ehrlich, ist mir egal. Ich warte noch bis zum nächsten Speicherpunkt und dann gehe ich sterben. Da ist der nächste Speicherpunkt. Ich höre auf. Pause! Was ist das doch alles kacke? Ich bin nicht gemacht für solche Spiele. So überhaupt nicht. Natürlich ist die Tür jetzt zu. Okay, passt mal auf, meine Freunde. Wie es in diesem Kerker weitergeht. In diesem Vorort zur Hölle. Oder in der Hölle oder was auch immer. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich muss erstmal runterkommen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.